Jesus und seine Jünger saßen mal wieder mit einigen Menschen zusammen, und Jesus erzählte von Gott, seinem Vater im Himmel. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und wollte Jesus prüfen. Deshalb fragte er Jesus: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte ihn: Was steht dir dazu im Gesetz des Mose? Was liest du da? Der Mann antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Da antwortete Jesus: Das hast du richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Dem Mann war es peinlich, dass er eine Frage gestellt hatte, die er selber beantworten konnte. Und deshalb fragte er weiter: Und wer ist denn mein Nächster? Auf diese Frage hat Jesus, wie er das so oft gemacht hat, mit einer Geschichte geantwortet. Er sagte: Stellt euch mal vor, da wäre ein Mann. Hier seht ihr diesen Mann. Und der Mann reist von Jerusalem nach Jericho. So. Der Weg führt durch einsame und gefährliche Gegenden. Er lief fröhlich seines Weges, denn er ahnte nicht, dass sich Räuber hinter den Felsen versteckt hatten, die nur darauf warteten, dass sie jemand überfallen können. Als sie den Mann sahen, sprangen sie hinter den Steinen hervor, nahmen ihm seine Tasche und seine Kleidung weg und schlugen ihn nieder. Da liegt er schwer verletzt, wie ihr sehen könnt. Dann ließen sie ihn verletzt am Straßenrand liegen. Er hatte Schmerzen, schaut mal, er blutet. Und es war heiß da in der Wüste, die Sonne schien feste auf ihn drauf. Er hatte Durst, es ging ihm ganz schlecht. Zum Glück kam ein Priester den Weg entlang. Und der Mann dachte: Ach, der Priester, der wird mir jetzt sicher helfen, der wird mich retten. Aber der Priester lief einfach weiter. Da hat der Mann schon gedacht: Oh je, jetzt ist es um mich geschehen. Aber es kam auch noch jemand vorbei, nämlich ein Tempeldiener. Es ging ihm immer schlechter und er war froh, dass endlich noch jemand kommt. Aber leider half der Tempeldiener auch nicht. Es wurde immer heißer, der Mann hatte großen Durst. Und eigentlich hat er nicht damit gerechnet, dass in dieser einsamen Gegend noch mal jemand kommt, aber es kam noch mal jemand. Ein Samariter kam mit seinem Esel vorbei. Oh je, es war ein Samariter, denkt er sich. Der Samariter, der hilft mir sicher nicht. Mit den Samaritern sind wir verfeindet, die können wir überhaupt nicht leiden und die uns nicht. Oh je, ich glaube, es ist um mich geschehen. Das war der erste Teil der Geschichte.